Ach, schön. Gamecoder-Programmerin, lasst euch zappeln. Aber es war auch nie nimmer schlecht. Also übernächsten Freitag wird ich erstmal Best Friends mein Pferd kommen. Und den nächsten Freitag, vielleicht kann ich es auch übernächsten Freitag mit ankündigen im Livestream, was ich übernächsten Freitag dann livestreamen werden. Gott. Wer kann ja nochmal hier der liebe Gamecode-Programmer nochmal das genaue Datum reinschreiben, wann es irgendwann hier wieder mit dem Livestream irgendwann weitergeht. Damit ihr auch nochmal das Datum im Überblick habt. Danke sehr, Gamecode-Programmer. Oh, hi, Eckbert. Ja, ich weiß, dass du das weißt, Tammy, aber es ist einfach, weil ich komme manchmal auch mit Datums besser klar, als wenn jemand sagt, nächsten Freitag gibt es keinen, übernächsten Jahr und übernächsten, da kommt man manchmal doch ein bisschen mit in Schleudern, finde ich. Also, finde ich irgendwie. Gott, wie lange ist denn hier dieser Weg? Ich hatte ihn damals nie nochmal so dermaßen irgendwie, wie ich hier mal lang geritten bin, gar nicht so lang empfunden. Na, siehst du, Tammy, also. Denn das ist doch immer recht gut, wenn man das einfach nochmal die Datums einfach hat. Aber wenn ich das andere Video, das 17.16., den Livestream ankündige, vor allem nächste Woche oder so, werde ich auch extra nochmal in der Ankündigung reinschreiben, dass der 10.6. kein Livestream wird, aber am 17.6. ein Livestream dann wieder kommt mit Best Friends. So machen wir das, ne? Ach nee, die Brücke ist da hinten ja noch kaputt, ne? Stimmt. Die war ja selbst, müssen hier leider lang Pferdchen. Das tut mir leid, Pferdchen. Dass wir extra jetzt hier umsonst hier hingegangen sind. Ja, ich finde Livestream im Moment auch wirklich sehr, sehr toll. Also muss ich auch sagen. Also fällt mir im Moment besser, als irgendwie allein zu spielen, so ungefähr. Sondern so auch, wenn man wirklich da einfach mitdiskutieren kann und zusammen irgendwo auch klönen und reden kann und so. Das ist schon was Schönes. Ach du Schande, das fängt ja jetzt gerade an, wer weiß, hier anzuregnen. Da möchte man doch lieber unter die Decke. Genau, man ist direkt da, ja. Man ist einfach auch direkt dabei und kann mitmischen sozusagen. Ja. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. So, Pferdchen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob wir es eigentlich noch rechtzeitig denn nochmal da hinten hinkommen. Wann war immer dieser Tag hier vom Spiel mal zu Ende? Um 20 Uhr, Leute, ne? Dann sollten wir es eigentlich ja doch noch recht schaffen. Eigentlich doch schaffen.
Wir sind ja schon davon in der Nähe. Dann füttern wir gleich erstmal schnell das kleine Fohlen. Und ja, ich glaube, Striegeln schaffen wir gleich nicht mehr. Das machen wir dann beim nächsten Mal. So, komm, Fohlen, komm. Komm, komm. So, da sind wir auch schon wieder. Bei den Ladebildschirmen. Da sind wir wieder. Ach, sehr schön. Hast du da noch was drin? Ich kann dir auch noch was reintun. Warte. Ding will einfach manchmal nie nimmer auf. Hier kommen Gerste. Tut dir auch noch mal Wasser da rein. Warte, ich tu dir doch noch was rein, ne? So. Ach, hier, unsere Urkunde. Stimmt. Ach, das ist ja cool. Die hängt da. Ich dachte, die wäre da vielleicht mit dran. Wollte ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen. So. Haben wir heute mal einen kleinen Spaziergang mit dir gemacht, hm? War doch auch mal was Nettes. Waren wir bei der kaputten Brücke. Haben uns die nochmal angeguckt. Du hast aber auch wirklich irgendwie immer Hunger, ne? Du frisst die ganze Zeit, Pferd. Die ganze Zeit. So, hier nochmal versuchen, ein bisschen unter dem Bauch, ein bisschen dich abzutrocknen. Auch wenn ich das irgendwie immer das Gefühl habe, es hilft nichts. Aber bei der Krankheit stand es ja einmal ja da, wie du dich erkältet hast. Ja, dass man das machen muss. Also machen wir es doch jetzt so. Guck, der bist du wenigstens nachher nicht mehr so dermaßen dreckig. Genau, Gamecoder. Gamecoder. Ein typisches Pferd. Du bist wundervoll. Aber ich glaube, unser Pferd war ja eh, ne? Abgestimmt auf faul und verfressen oder so. Ich glaube, das war eh sein... seine Lieblingsbeschäftigung oder so. Nicht wahr, mein kleines Pferdchen? Das war ja doch eh deine Lieblingsbeschäftigung. Ah. Okay, Tammy schreibt ja, also. War ich doch jetzt auch noch nicht mal so wirklich falsch. Wie geht es dir?
Die habe ich, glaube ich, schon, oder? Wie sieht's denn aus? Pferdeinfo. Fell. 95%. Ach ja, das geht. Das geht. Das geht schon. So, gibst du mir einmal deinen Huf? Hallo? Ja, setz es wieder ab und heb es wieder auf. Genderspiel hier schon mit dem einen Huf. Ups. Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich hier gar nicht. Oh, der Tag ist schon wieder vorbei. Alter 2,3 Jahre. Gewicht 420,1 Kilogramm. Betreuung 3. Oh, was? Trainingsfortschritt, springen ja eh nichts. Ausdauer auch nie. Geschwindigkeit auch nie. Ja, okay, Geschwindigkeit, das stimmt. Vertrauensentwicklung, dafür 5. Ja, immerhin. Besondere Vorkommnisse, keine. Belohnung, 100 Credits. Naja, haben wir ja Geld gesammelt. Ich habe den Tag gerade begonnen. Naja, ist ja nie nochmal schlimm. Ja, ich fand den Livestream heute auch sehr, sehr toll. War mal richtig interessant, wie viele Probleme doch heute passiert sind. Ja, muss man ja einfach mal so gesagt haben. Find das auch jetzt nicht nochmal schlimm, hier einfach damit zu beenden, so. Ja, also hat mir wieder richtig doll Spaß gemacht hier mit euch und so. Und dass ihr halt eben wirklich jetzt auch bis jetzt einfach noch dran geblieben seid, sozusagen, obwohl es öfters abgestürzt ist. Ich meine, da hätte wirklich eigentlich jeder andere vielleicht abgebrochen, eh schon, und wäre schon längst gegangen und hätte so gesagt, das ist so ein Scheiß. Hey, die kann auch gar nichts oder so. finde ich echt super. Und ja, dann sehen wir uns auf alle Fälle am 17.06. und sei eben erstmal uns wieder. Habt ein schönes Wochenende, genießt noch die Tage und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal und mach's gut und tschüss.